Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke für die einleitenden Worte. Ich hoffe, es bleibt heute dabei, bei diesem einen technischen Fauxpas. Genau, das Thema ist heute, was ich mitbringe, Studienfachorientierung neu gestalten, Online Self-Assessment als App. Das ist für mich auch so ein bisschen eher so eine Frage, was die Vorzüge und Vorteile vielleicht einer App-Gestaltung sein können. Ich möchte heute einfach so einen Blick, einmal natürlich nochmal das Thema Studienfachorientierung und Online Self-Assessments anschauen, aber auch einen Blick wagen in die App-Landschaft, was von diesen vielen Apps, die da sind, vielleicht auch wichtige Beispiele sein könnten, die für eine Online Self-Assessment-App sinnvoll einsetzbar. Dabei wird es auch darum gehen, halt zu gucken, welche Inhalte und Elemente sind wichtig für eine Studienfachorientierung, wie sind die in einer App darstellbar. Das Feld ist recht neu und bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass es jetzt reine Apps als Studienfachorientierung-Apps so nicht gibt. Und daher zeige ich einfach ausgewählte Beispiele und präsentiere die Ihnen. Und meine Idee heute ist, dass ich gerne mit Ihnen zusammen auch Ihre Impulse auf, Ihre Anregungen aufnehmen möchte und einfach eine Diskussion in Gang setzen möchte, um diesen Bereich noch mal ein bisschen zu anzuregen. Ich habe jetzt im Folgenden den Ablauf des Webinars heute dargestellt. Das sind 4 Punkte. Ich würde erstmal etwas zum Einstieg zur Studienfachorientierung nochmal erzählen und Sie aber auch selber dazu einstimmen und dann aber relativ schnell auf die ausgewählten Beispiele kommen. Und dann zeige ich Ihnen einiges und wir gucken dann am Ende so ein bisschen, worauf kommt es denn an? Was sind denn Anforderungen oder Herausforderungen, wenn man an eine App zur Studienfachorientierung denkt und diese entwickeln möchte? Und am Ende würde ich das auch gerne nochmal mit Ihnen diskutieren. Ich habe relativ viel dabei. Wir müssen gucken, dass das mit der Zeit gut funktioniert. Genau, ich freue mich, dass Sie da sind. Das ist dazu erstmal der Punkt. Als erstes möchte ich Sie aber, und das hatte meine Kollegin Birgit Wittenberg auch schon angekündigt, einstimmen. Und zwar mit einer Abfrage. Und zwar, wenn Sie sich selber an Ihre eigene Studienfachwahl nochmal erinnern, gehen Sie nochmal zurück zu der Zeit vor Ihrem Studienbeginn und überlegen Sie nochmal, welche Motive bewegten Sie damals bei der Studienfachwahl und wie sind Sie denn zu Ihrem Fach gekommen? Und dazu haben wir eine Abfrage vorbereitet, die genau erscheint jetzt. Sie haben jetzt die Möglichkeit, da Ihre Antworten einzugeben und freue mich auf Ihre Teilen. Oben haben Sie die erste Frage. Welche Motive bewegten Sie sich bei der Studienfachwahl? Und wenn Sie da jetzt eingeben mögen. Ein kurzer technischer Hinweis dazu. Sie haben immer nur eine Zeile. Sie können die gerne ergänzen, aber wenn Sie etwas überschreiben in Ihrer Zeile, dann wird es auch überschrieben und wird nicht mehr in der Antwortenliste sichtbar. Also immer nur in der gleichen Zeile schreiben. Heute eine knackige, schöne Runde hier mit 8 Teilnehmenden. Ich bin mal gespannt, was Ihre Motive bei der Studienfachwahl waren. Wir haben jetzt 4 Antworten. Ich gebe Ihnen noch ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht, genau. Denken Sie nochmal drüber nach, was denn, wie Sie zu Ihrem Fach gekommen sind. Genau, ich sehe oben, da gehe ich schon mal drauf ein, die Motive zur Studienfachwahl. Wir haben jetzt hier einige Einträge. Einmal was das Interesse. Es gab aber auch persönliche Erfahrungen von einem Teilnehmenden. Es war eine berufliche Weiterbildung, die dahinter steckte. Dann gibt es wieder als zweiten Punkt nochmal das Interesse und aber auch Talent. Aha, okay, da ist jemand schon auch im Klaren darüber gewesen, was die eigenen Fähigkeiten angeht. Dann Entsprechung mit persönlichen Interessen und Zielen. Das hört sich gut an. Und dann nochmal Interesse. Danke für die Angaben in der ersten Frage. Jetzt schaue ich mir nochmal die zweite Frage an. Hier habe ich auch einige Antworten. Einmal
Wie man zum Fach gekommen ist, das ist einmal Recherche in öffentlichen Veröffentlichungen zu Studienangeboten an den Unis. Okay, und damals gab es noch diese Übersichtsbücher grün mit allen möglichen Fächern und Studienorten. Genau, das war noch so ein Handbuch und das war dann keine online, sondern papierene Variante. Dann gab es hier nochmal die Antwort Vergleich von Studiengängen, aufbauend auf die berufliche Vorbildung. Okay, da war es passend zu dem, wie der berufliche Weg schon war. Ja, super. Vielen Dank für Ihre Antworten. Erstmal so eine gute Übung, auch nochmal selber an die eigene Studienfachwahl zu denken und zu diesem Thema passend. Okay, dann gehen wir weiter. Es geht nochmal darum zu schauen, ja, die Studienfachorientierung. Das ist ein großes Thema und Sie sehen hier im Bild ein Labyrinth. Und manchmal ist es ja, mit dieser Studienfachorientierung auch so wie in einem Labyrinth. Und ich möchte nochmal so an eine griechische Mythologie erinnern. Und da geht es um den Faden der Orientierung. Und der griechische König Minos von Kreta, der hatte so ein Labyrinth und seine Tochter Ariadne hatte den Faden. Und mit diesem Faden, der diesen Fadenknäuel besaß, der konnte sich in dem Labyrinth gut orientieren und sich gut bewegen, aber auch wieder herausfinden. Und das ist manchmal, sowas wünscht man sich bei der Studienfachwahl, diesen Faden gereicht zu bekommen und sich gut dadurch zu navigieren. Die Frage ist, gibt es sowas überhaupt? Gibt es einen solchen Faden und kann so ein Online-Self-Assessment und dann ein Online-Self-Assessment als App überhaupt sowas darstellen? Genau, ich möchte Ihnen heute einen Einblick geben zum Thema OSA, Online-Self-Assessment, werde ich gleich erzählen, als App Beispiele zeigen, ohne Ihnen aber jetzt diesen Faden zu versprechen. Ich denke, das ist auch ein menschlicher Prozess der Orientierungsfindung und genau, da ist Online-Self-Assessments können weiterhelfen, aber sind auch nicht das alleinige Rezept. Das nochmal zu diesem Thema. Ich habe jetzt eine Folie vorbereitet, die nochmal zeigt, was denn Studienfachentscheidung einfach so kompliziert macht. Es ist Hell, Pessler und Schuler haben das ganz gut aufgezeigt. Mit der Studienfachentscheidung sind einige Phasen der Entscheidungsfindung verbunden. Und zwar fängt es damit an, dass die Person erst einmal überhaupt wahrnimmt, dass sie sich entscheiden muss, dass es diese Situation gibt, eine Entscheidung zu treffen. Und dann gibt es eine Phase, in der es darum geht, überhaupt herauszufinden, was einen selber jetzt interessiert, was die eigenen Interessen sind und Fähigkeiten. Und dann, ich werde Ihnen nochmal einen grünen Pfeil dazu geben, dann haben Sie das ein bisschen, können Sie es besser nachvollziehen. Dann geht es auch darum zu schauen, okay, was gibt es für Ausbildungen, für Berufe, Werdegänge, Studiengänge und sich darüber zu informieren. Und dann hier in der Passung von dem Selbst und der Umwelt geht es einfach darum zu vergleichen, was sind meine Interessen und Fähigkeiten und was gibt es alles. Und dann geht es auch schon darum, diese Vielfalt an Informationen, die da liegen, auch wieder zu reduzieren und zu vertiefen und nochmal eine Ebene tiefer zu gehen. Und dann sich auch irgendwann festzulegen, was jetzt dann die Entscheidung sein kann. Und auch, Moment, jetzt weiterklicken, zu schauen. Jetzt bleibe ich bei dieser Entscheidung oder revidiere ich die, um sie auch zu verfestigen und auch im Nachklapp zufrieden mit dieser Entscheidung zu sein und dann am Ende auch zur Umsetzung zu kommen. Das sind ja, 8 Phasen, die wir da haben. Das ist schon sehr umfangreich. Es hat damit zu tun, viele Informationen auch zu sammeln und anzuschauen. Und genau, dazu kommt dann darüber hinaus noch, dass die nicht nur die eigene Entscheidungsfindung dieser Weg da ist, sondern auch noch, es gibt zahlreiche Optionen, die man sich anschauen kann. Und in diesem ganzen Feld scheint es ja die Schwierigkeiten zu geben, dass das zum Teil nicht gut gelingt, denn Studienabbruchquoten sind sehr hoch. Gehen wir mal davon aus, dass natürlich ein Bodensatz der Orientierung einfach auch da ist, haben wir teilweise aber
Studienabbruchquoten von 30% und aufwärts. In bestimmten Fächern liegt das sogar bei 50%. Und das heißt, es ist viel Energie und Kraft, die in einen Wechsel auch eingeht. Wir haben das im Hintergrund einfach auch damit zu tun, das sagen bestimmte Studien, auch die von Herrn Dr. Häuplein, dass es einfach eine ungenügende Selbstkenntnis der und ein Informationsdefizit der Schüler, Schülerinnen gibt. Und auch so ein halbes Jahr vor dem Schulabschluss, vor dem Abi, sind die Schüler und Schülerinnen noch nicht gut informiert darüber, was sie jetzt studieren möchten und was sie dort erwartet. Genau, es liegt also ein Infodefizit vor. Weiter ist es so, dass einfach der institutionelle Rahmen der Schule und der Hochschule einfach unterschiedlich ist. Also das Lernen in der Schule und das Lernen in der Hochschule, das sind ganz unterschiedliche Felder und da gibt es Unsicherheiten und auch inhaltlich, beispielsweise wenn es um Grundlagenfächer wie Mathematik geht, gibt es da auch dort Unterschiede. Und das sind Unsicherheiten, die Schüler und Schülerinnen ja, bewältigen müssen. Ich habe auf der nächsten Folie einfach nochmal die Punkte zusammengefasst, die, ja, die einfach zeigen, wie komplex das ist. Also eine Schülerinnen und Schüler müssen sich orientieren, zurechtfinden, soziale Kontakte finden, im Studium erstmal orientieren. So läuft das beim Studienstart, dass auch die Fachkenntnisse erstmal geprüft werden. Und das Wichtige dabei ist zu schauen, welche Defizite liegen vor und diese Lücken erstmal zu identifizieren und dann zu schauen, okay, wie kann ich diese Lücken eigentlich füllen? Dann geht es auch darum, dann die Stoffmenge, die ja auch gleich in den ersten Semestern da ist, Grundlagenfächer werden ja vermittelt und geprüft, zu bewältigen und am Ende soll es halt so sein, dass möglichst in den ersten 2 Semestern viele erforderliche Kenntnisse, Kompetenzen erworben werden. Dabei die ganze Motivation zu aufrechtzuerhalten, das ist schon eine große Herausforderung. Idealerweise sind Studienanfänger gut informiert im Vorfeld. So, ich habe hier noch eine weitere Folie gleich vorbereitet, die das nochmal schön aufzeigt, was zum Thema Kompetenzeinschätzung nochmal wichtig ist. Also hier gibt es einmal links in der Grafik haben Sie hier ja, das individuelle Kompetenzprofil. Es sieht sehr unterschiedlich aus, was die Studierenden mitbringen, welche Vorkenntnisse da sind. Und dann haben wir hier, das ist dieses Raster in Blau, und dann haben wir hier das Raster des Anforderungsprofils in einem Studiengang selbst. Und das trifft aufeinander. Und da gibt es natürlich glücklicherweise, idealerweise Überschneidungen, aber eben auch Anschlussprobleme. Genau da setzt auch das Instrument der Online-Self-Assessments an. Das heißt, wie ich jetzt zu der Idee in der nächsten Folie, Online-Self-Assessments sind sowas wie webbasierte interaktive Informations- und Beratungsangebote für Studieninteressierte, also Schüler, Schülerinnen ab der 10. Klasse können neben der klassischen Studienberatung sich auseinandersetzen mit dem, was in einem Fach sie erwartet, was das Anforderungsprofil in einem Studiengang ist. Und gleichzeitig sollen sie sich aber auch damit nochmal auseinandersetzen, reflektieren, prüfen, was sind die eigenen Kenntnisse, Fähigkeiten, Neigungen und Erwartungen. Sind es Erwartungen, die angemessen sind? Sind es Erwartungen, die passen oder vielleicht auch nicht? Das ist ein wichtiger Punkt, der in einem Online-Self-Assessment auch angeregt werden soll. Mittel dazu, was kommt da zum Einsatz? Also im Prinzip geht es bei auch den unterschiedlichen Ausprägungen, die in der Online-Self-Assessment-Landschaft vorliegen, geht es darum, eine realistische Vorschau auf ein Studium und möglichst auf ein Fach zu geben. Und das kann sein, dass Teilnehmer da Fragen bekommen, auch schon fachbezogene Fragen und Aufgaben, die durchlaufen und im Anschluss ein Feedback erhalten, wie denn der Kenntnisstand ist und wo es schon Stärken gibt und wo noch Schwächen vorliegen. Und da ist es auch häufig so, dass im Zusammenhang mit diesem Feedback auch darauf hingewiesen wird, wenn Defizite vorliegen, dass es einfach Vorkurse gibt, die man besuchen kann, um sich da nochmal fit zu machen.
auch ein Mittel in dem Bereich oder in dem Instrument ist, dass es einen Erwartungsabgleich gibt, also die anregen sollen, sich auch selber einzuschätzen oder zu simulieren, so ein bisschen Fallarbeit zu machen, so typische Situationen, die in einem Fach vorkommen, beispielsweise, dass man in einem Labor arbeitet und dann geht es darum, den Teilnehmenden auch anzuregen, zu überlegen, ist das auch das Richtige, was man sich da so vorstellt. Und vielleicht auch aufzuräumen mit falschen Erwartungen. Insgesamt ist es häufig so, dass die Informationen zusammengetragen werden zum Fach, wie läuft das ab, wie ist der Studienalltag, wie ist der Aufbau und wie sind auch die beruflichen Perspektiven. Ich werde später nochmal vor dem Beispiel nochmal Übersicht geben zu Inhalten, die häufig in solchen Online-Self-Assessments da sind. Am Ende oder zwischendurch gibt es ein eben automatisch generiertes Feedback, das nochmal gut zusammenfasst, worauf kommt es jetzt in diesem Fach an, was sollte man idealerweise mitbringen und auch sich selber fragen, ist das jetzt genau das Richtige? So, das ist erstmal nochmal kurz ein Überblick zu dem, was ein Online-Self-Assessment ist. Wir haben natürlich verschiedene Ausprägungen in diesem Bereich. Es gibt da sehr eignungsdiagnostische Ausprägungen, wo viele Persönlichkeitsmerkmale abgetestet werden und da eine Passung sozusagen untersucht wird, wie ist nun die Merkmale, die Persönlichkeitsmerkmale, die jemand mitbringt, wie passen die zu dem Fach und den Anforderungen. Und dann gibt es andere Ausprägungen, die eher zeigen, so eine Erwartungsabfrage provozieren, dass man sich damit auseinandersetzt, aber auch sehr viele Informationen zusammentragen, die den Standort zeigen und den Campus zeigen. Aber an den Beispielen können wir gleich noch mehr sehen, was da so geboten wird. Genau, jetzt lade ich Sie schon in der nächsten Folie wieder zu einer Reflexion ein. Und zwar würde mich jetzt gleich interessieren, haben Sie selber bereits an einem Online-Self-Assessment teilgenommen, also es angesehen oder auch vielleicht sogar durchlaufen? Wenn ja, dann würde mich natürlich interessieren, welches das war. Und die zweite Frage, die ich auch wichtig finde, um heute hier auch so den Bereich App nochmal anzusteuern, kennen Sie bereits eine App zur Studienfachorientierung? Und wenn ja, welche? Sie haben jetzt etwas Zeit, um da nochmal Ihre Antworten einzugeben und ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht die eine Antwort, ein oder andere Antwort bereit haben. Naja. Das nutze ich jetzt gerade mal, um putzen. Okay, in der ersten Frage haben Sie bereits ein Online-Assessment angesehen oder durchlaufen? Wenn ja, welches? Gibt es jetzt hier vier Antworten? Einmal haben wir das Borakel und dann den Studienfinder. Genau, Borakel ist ein umfangreiches Programm, wo verschiedene Studienfächer gezeigt werden, StudiFinder auch, da geht es auch darum, Abfragen zu bekommen und dann Empfehlung für ein Studienfach. Dann wird hier noch geschrieben, diverse von der HAW Hamburg, Uni Göttingen, Uni übergreifende Angebote. Okay, da ist jemand auch sehr erfahren schon und dann ist hier eine Person, die keine Schön und hier unten kennen Sie bereits eine App zur Studienfachorientierung? Nein, keine, nein. Ja, genau. Das ist bei der Recherche mir auch so aufgefallen, dass es wirklich eine reine studienfachorientierte App so mir jetzt auch nicht untergekommen ist. Genau, aber Näheres mehr. Dankeschön für Ihren Eintrag. Kommen wir zur nächsten Folie. Wichtige Inhalte zur Studienfachorientierung. Genau, das ist jetzt die Idee, dass ich Ihnen mit Beispielen, die ich mit Ihnen besprechen werde, in eine Vorschau geben möchte. Okay, was sind wichtige Inhalte und
Wie sieht das möglicherweise in einer App aus? Zum Teil gibt es das nicht in einer App oder ich konnte es so nicht finden und habe dann einfach ganz normale Websites genommen, die ich für weiterfindend halte und Ihnen gerne zeigen möchte. Genau, wir haben hier eine Übersicht zu den Inhalten, die ich der Erfahrung der Konstruktion von Online-Self-Assessments und aber auch nach der Recherche in diesem Bereich. Das sind immer wieder Inhalte, die einfach auftauchen, die weiterführend sind. Es geht zum Ersten einfach darum, dass bei jedem Angebot es natürlich eine Begrüßung geben sollte, wie beispielsweise ein herzlich willkommen heißen oder dass der Dekan, Studiendekan, in einem Video die Studieninteressierten einstimmt und vielleicht auch nochmal was zu den fachlichen Anforderungen im Vorfeld sagt. Und die ersten Infos gibt auch zur Teilnahme an einem Online-Self-Assessment. Dann ist es so, dann als zweiter Punkt, das ist jetzt die Reihenfolge, ist jetzt nicht vorgegeben, aber es ist ein weiter inhaltlicher Punkt, dass der Abgleich von Erwartungen und Anforderungen stattfindet. Beispielsweise können das Skalenabfragen sein, in denen halt Statements gegeben werden, wie ja, ich erwarte, dass in dem zukünftigen Studiumfach ich im Labor arbeiten werde. Man kann zustimmen oder ablehnen. Und am Ende kriegt man sowas wie eine Aufklärung, was genau die Anforderungen im Fach sind. Und was an Erwartungen vielleicht eher nicht zutrifft. Wichtig ist an dieser Stelle tatsächlich, die Teilnehmenden so ein bisschen einzustimmen, dass sie mal ganz ehrlich sagen, würde sie das denn interessieren oder würde das etwas sein, was sie auf lange Sicht sich vorstellen können? Es geht aber auch darum, um eine realistische Einstimmung in dem Feedback, dass natürlich in den ersten Semestern auch viele Grundlagen durchgenommen werden und das vielleicht auch nicht die Zeit ist, in der es sehr praktisch und praxisorientiert ist. Genau. Dann haben wir im dritten Punkt die fachliche Aufgabenorientierung. Und zwar geht es hier darum, die eigenen Stärken und Schwächen zu einem Fach in Relation zu den Kompetenzen eines Fachs auch einzuschätzen, also wo steht man da, was ich vorhin auch schon erzählt habe, um zu sehen, okay, was liegt vor, ist bereits gut und wo gibt es Lücken, die man rechtzeitig schließen sollte mit den Angeboten, die eine Uni bietet, beispielsweise Vorkurse oder andere Möglichkeiten. Dazu habe ich auch noch schöne Beispiele, wie das so teilweise an Universitäten und Hochschulen umgesetzt wird. Und das wird dann in einem Feedback auch nochmal zusammengefasst und auf einen Punkt gebracht, worauf kommt es jetzt an in diesem Studium und ja, dass der oder die Teilnehmenden gut prüfen, was ist der eigene Kenntnisstand und der eigene Lernstand und genau, was sind Lernziele, wo fehlt es noch. Ich komme jetzt zum nächsten Punkt, Studieninhalte und Studienbedingungen. Hier geht es auch nochmal darum, ja, wirklich aufzuzeigen, wie sieht beispielsweise ein Stundenplan aus oder puncto Lernmanagement, Zeitmanagement, was sind wichtige Themen, wie organisiere ich mich in diesem Studienfach und es gibt manchmal Beispiele, die einfach schon helfen, so einen Stundenplan mal, so ein Beispiel eines Stundenplans zu sehen und aufzuzeigen, dass genau die zeitliche Organisation ein wichtiger Punkt ist in so einem Studium. Und weitere Inhalte, die auch spannend sind, zu gucken, okay, was sind Schwerpunkte eines Standorts, beispielsweise einer Fakultät, Maschinenbau an einem Standort zu gucken, was sind da spezielle Standorte, auch vielleicht im Vergleich zu einem anderen Standort und was ist eher Interesse und was eher nicht. Ein anderes Thema kann sein, das internationale, nun gibt es Kooperationen, möchte man vielleicht auch im Ausland studieren für ein Semester und dazu kann man ganz gut auch interaktive Standortkarten. Was ein
häufig gutes Element ist, sind auch Interviews älterer Studierender zu zeigen, die Fragen, typische Fragen von Studieninteressierten ja beantworten und da drauf eingehen. Im Hintergrund ist natürlich eine gute Erhebung der Bedarfe von Studieninteressierten nötig. Genau diese Lücke oder der Übergang, den ich vorhin in der Folie gezeigt habe, von dem, was von der Schule und zwischen Schule und Hochschule, diesen Unterschied abzufangen, da ist es eben auch wichtig zu wissen, na, wo sind denn immer die ersten Probleme und Fragestellungen und Defizite im Wissen vielleicht und was brauchen die Studieninteressierten an guten Informationen. Das sollte nämlich keine über Informationsüberflutung sein, sondern passt genau auf den Bedarf der Studieninteressierten entwickelt sein. Genau, anderes Thema, was auch wichtig ist, wie lerne und wie le wird gelehrt in einem Fach. Das ist wichtig aufzuzeigen und dazu habe ich auch im Weiteren gleich schöne Beispiele mitgebracht. Ein wichtiger Punkt auch zu dem, was einen guten Studienstart erleichtern kann, ist, wo bewege ich mich? Also wie sieht der Campus, der Ort, der Raum aus, der Lernort, wo ich dann auch möglicherweise studieren werde? Da bietet es sich auch an, multimedial das anzureichern, indem man Videos zeigt oder Standortkarten und so weiter. Ja. Und als letzten Punkt habe ich hier nochmal, also der auch immer wieder häufig vorkommt und auch entscheidend ist, was sind denn mögliche Berufsperspektiven in diesem Fach und was sich dazu auch anbietet, ist zu schauen, Absolventen, die das Fach XY studiert haben, wo sind die jetzt in welchen Tätigkeitsfeldern? Vielleicht können Sie dazu auch Interviews geben oder Videos und einfach auch typische Tätigkeitsfelder aufzuzeigen. So, das sind schon einige Elemente, Inhalte, die so relevant sind. Und ich gehe jetzt gleich in der nächsten Folie auf die Beispiele ein. Ich hoffe, Sie können das gut sehen. Ich werde das aber auch möglichst gut beschreiben. Sie haben hier auf der linken Seite, ich mache das nochmal mit dem grünen Pfeil deutlich, haben Sie hier eine App, und zwar eine Campus-App von der Uni Duisburg-Essen. Und genau, in dieser Campus-App werden bestimmte Angebote gemacht, wie Freizeitangebote, Campus oder wie kann ich Studierende selber kennenlernen. Und diese werden einfach in einer guten Übersicht erstmal angeboten. Das ist jetzt eine Campus-App, das ist jetzt nicht Fachorientierung, das ist im Prinzip, wenn ich schon am Campus bin. Aber diese App zeigt ganz gut schon mal für den Anfang, was ist also eine App kann man natürlich auch nicht nur auf dem Smartphone, auf mobilen Endgeräten, sondern natürlich auf dem Rechner auch ansehen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es jetzt auf einem Smartphone sich angeguckt wird, dann ist natürlich der Platz, den man hat, in einer App nicht mehr so groß. Und da geht es auch viel darum, in der Darstellung etwas anders darzustellen, in Symbolen, als in textlastigen Seiten. Und ich habe hier auf der rechten Seite noch ein Beispiel mitgebracht zur Navigation. Das kommt aus der FU Berlin, das Fach Biochemie. Und hier haben wir so bestimmte Reiter, aber ich glaube, ich zeige Ihnen das am besten auf der nächsten Folie, weil da ist das dann auch nochmal Inhalt und vielleicht etwas größer. Und zwar ist es hier, sehen Sie Reiter? Da geht es um den Start, Studium, Studienmodule, Beispielaufgaben oder den Studienalltag. Was geht die beruflichen Perspektiven an und ich kann mich bewerben. Das ist ganz schön gelöst. Ich kann hier frei navigieren, ich muss nicht linear vorgehen. Ich kann mir aussuchen, welches Thema mich hier interessiert. Das ist eine schöne Umsetzung und gleichzeitig hat man hier relativ überschaubar eine Begrüßungsseite. Und zwar ist die Professorin des Instituts berichtet nochmal darüber, was in dem Schu Studiengang wesentlich ist und was diesen Studiengang auch auszeichnet. Und
Genau, was einen dort erwartet. Und das ist ein schönes Beispiel, wie das umgesetzt wurde, sowohl Begrüßung, Navigation in einem Online-Self-Assessment als auch die wesentlichen Punkte schon mal vorgestellt. Und es ist eine persönliche Ansprache, die hier dann gleich durch die Professorin im Fach stattfindet. Dann komme ich zur nächsten Folie. Und zwar haben wir jetzt hier ein Beispiel für auch schon Erklärung von Erwartungen, Anforderungen. Das ist eine App der Technischen Hochschule Nürnberg. Und zwar geht es hier darum, das ist ganz witzig, das ist so ein bisschen der spielerische Ansatz bzw. Gamification Ansatz. Und zwar geht es hier darum, es geht um allgemeine Studienfachentscheidungen. Also das heißt, noch nicht, ich habe mich noch nicht auf ein Fach konzentriert. Ich will erst mal wissen, welches Fach es überhaupt sein soll. In der Situation ist der Studieninteressierte. Und die Hochschule Nürnberg hat das so aufbereitet, dass sie ein Spiel machen. Sie haben eine Studietheke, das ist so eine Bar, in der verschiedene Avatare an der Bar sind und jeder dieser Avatare ist steht für ein Studienfach. Und ich klicke an Avatar und erhalte dann eine bestimmte Frage. Und beispielsweise ist hier jetzt gefragt, wie verhältst du dich, wenn du vor einem Problem stehst? Und je nachdem, wie der Teilnehmende antwortet, bleibt der Avatar drinne oder nicht. Das heißt, wenn ich die Antwort so beantworte, dass das nicht zum Studienfach passt, ist das Studienfach draußen. Am Ende bleiben vier Avatare übrig und geben schon mal so einen Überblick, dass es die vier Fächer sein könnten. Ich möchte das jetzt nicht inhaltlich betrachten, aber ich möchte einfach nur zeigen, dass in diesem Bereich doch, also was die allgemeinen Studienfachangebote angibt, dies ist eine App, wo versucht wird, das einfach nochmal anders aufzubereiten. Und dann denke ich, im Anschluss an dieses Ergebnis, an verschiedene vier Fächer zu erhalten, die dann vielleicht relevant sein werden, gilt es sicherlich darum, da nochmal eine tiefergehende Auseinandersetzung zu haben, wo es dann auch wirklich um die Details im Fach geht. Genau. Aber ich fand, das ist ein schönes Beispiel, was nochmal zeigt, was vielleicht auch möglich sind, wenn es darum geht, spielerische Ansätze unterzubringen. Aber das kann man sicherlich auch kritisch diskutieren. In der nächsten Folie möchte ich Ihnen zeigen, auch zum Thema Erwartung, Anforderung. Das ist jetzt einfach eine Folie von Unilever. Und zwar geht es darum, dass die Frage hier ist, was ist für dich gute Mitarbeiterführung? Und hier gibt es verschiedene Statements, die der Teilnehmende, die Teilnehmende ankreuzen kann, zustimmen oder ablehnen. Und am Ende gibt es dann eine Aufklärung, was passt zu dem jeweiligen hier angeforderten Beruf oder zu dem Trainee, was hier sozusagen vorher die Erwartungen und Anforderungen aufzeigen möchte. Genau, das ist so ein Beispiel aus der Wirtschaft. Ich habe jetzt ein Beispiel zu fachlichen Aufgaben. Und zwar bin ich jetzt schon in dem Bereich, wo es um Inhalte geht. Also die nochmal zurück, die Studieninteressierten, die setzen sich natürlich schon möglicherweise, wenn sie das Fach schon ungefähr wissen, auch mit diesen Inhalten auseinander. Und hier geht es um eine Quick Learning App. Also bei der Recherche habe ich viele Lern-Apps gefunden, neben halt Campus-Apps, eben auch Lern-Apps. Und hier geht es darum, das hat der Professor Renz der Leibniz-Uni als Beitrag eingegeben, es geht um Chemie und hier gibt es verschiedene Trainings mit Fragen. Beispielsweise haben wir hier die Frage, in welcher Einheit wird die universelle Gaskonstante R im Allgemeinen angegeben. Dann kann der Teilnehmende hier antworten, kann sich aber auch eine Erklärung hier in der Mitte nochmal geben lassen. Und hier ist eine Erklärung. Und dann gibt es in dieser App auch die Möglichkeit, also wenn man eingeschrieben ist und
sich angemeldet hat und einen Account hat, dann kann man auch in einen sogenannten Challenge-Wettbewerb treten und so Fragen-Battles machen. Also das heißt, man kann sich mit anderen Teilnehmenden da messen. Man kann hier aber auch nochmal eine schöne Übersicht bekommen, wie viele Fragen habe ich jetzt richtig, wie viele falsch beantwortet. Und das ist, finde ich, schon mal eine schöne, schönes Beispiel für den Bereich fachliche Aufgaben. Okay. Ich werde weiter nochmal Beispiele für fachliche Aufgaben aufzeigen, weil ich denke, das ist einfach auch ein wichtiger Bereich, der, ja, um den man in einem Online-Self-Assessment als Apps auch nicht, ja, wegkommt. Hier ist eine Mathe-Experten-App aufgezeigt. Und zwar haben hier die Teilnehmenden die Möglichkeit, bei der Frage bestimmte Parameter einzugeben und gleichzeitig erscheint, das nochmal zeigen wir hier im rechten Bild, je nachdem, nach meinen Angaben, der Graph wird dann simuliert. Und damit habe ich auch schon so ein bisschen das Ausprobieren, was passiert, wenn ich diesen Parameter ändere. Und das ist ein schönes Beispiel für eine App, die einfach auch so dieses Ausprobieren im Bereich Mathe, Physik, also wie kann ich Formeln berechnen, einfach gut löst. Genau, ein weiteres Beispiel aus der für fachliche Aufgaben ist hier die Mathematic App. Und zwar mache ich hier so einen kleinen Exkurs, weil ich das ein ganz spannendes Projekt finde und ich denke, dass daraus auch viele Erfahrungswerte für eine App-Entwicklung, eine OSA-App-Entwicklung genommen werden können. Und zwar haben wir hier an der Hochschule Offenburg werden Vorkurse in der Präsenz mit der Mathe-App angereichert. Und zwar geht es darum, das ist auch ein Qualitätspakt-Lehre-Projekt, in dem das entstanden ist, so wie eCult auch. Und also es geht darum, um Mathe-Grundlagen für den Studienstart halt zu sichern. Und das Szenario, das Setting ist so, dass nach einer thematischen Einführung durch Dozenten eine Übungsphase folgt und Teilnehmer selbstständig arbeiten. Und in dieser Phase sind die Teilnehmer selbstständig mit üben und arbeiten sie mit der App, mit dieser Mathe-App. Und diese App bietet sowas wie so ein Aufgabenpaket mit verschiedenen Niveaustufen, aber auch mit ausführlichen Hilfestellungen beim Üben. Und das ist ganz entscheidend, weil, wie wir ja auch vorher schon gehört haben, sind die Studierenden sehr unterschiedlich in ihren Vorkenntnissen und Lernständen und auf diese Heterogenität wird dann eben auch eingegangen. Also Teilnehmende oder Nutzer der App können halt die Niveaus selber bestimmen und können sich auch ganz interessant so Tipps geben oder sie geben sich gleich die ganze Erklärung, aber diese Tipps helfen einfach den Lösungsweg weiter voranzukommen. Dann gibt es hier in dieser App Kurzlösung oder auch die perfekt optimierte Langlösung aller Literatur sozusagen. Es lassen sich Teilschritte öffnen, vergleichen. Es gibt dann auch in diesem Zusammenhang auch sowas wie ein Nachschlagewerk, Stichwortsuche und ganz wichtig finde ich individuelle Merklisten für spezielle Aufgaben oder Erklärungen, die ich denke, zum Lernen von bestimmten Bereichen und aber auch zum Auseinandersetzen mit fachlichen Anforderungen ganz wichtig sind. Und da denke ich, was den Kompetenzerwerb und Lernprozess angeht, das, was in einem Online-Self-Assessment passiert, im Vorfeld von dem Studium, ist natürlich auch das, was im Studienstart passiert. Ich prüfe natürlich meine Kenntnisse und weiß dann irgendwann hoffentlich, wo stehe ich. Und dieses Element ist eben ja gleich vor dem Studium, nach dem Studium. Insofern, dass hier diese Lern-App ein gutes Beispiel dafür, wie man fachlich dann nochmal prüfen kann. Da gibt es eben auch noch so einen Klausurtrainer. Ich generiere Tests und kann Vorgabe und die Dauer und Schwierigkeitsgrad einstellen. Das ist so, dass diese App an der Hochschule Offenburg eingesetzt wurde und auch wie das der Einsatz und die Nutzung war, wurde eben auch schon evaluiert. Und dort hat man herausgefunden, dass
Also die Mehrheit, es gab eine breite Akzeptanz für diesen Einsatz dieser App und dieser Mischung von Präsenz und ja, Online-Anwendung. Die Mehrheit würde die App auch weiterempfehlen und wünscht sich mehr solche Angebote. Und es gibt eben auch so bestimmte Vorteile, die hier schon deutlich werden durch diese kleinen Lerneinheiten, die in der App gebaut werden, vielleicht auch anders als am Webauftritt, sind das kleine Häppchen und diese kleinen Häppchen lassen sich natürlich besser bewältigen als jetzt das große Ganze. Und dadurch kann, so ist die Evaluationserfahrung, das Zutrauen in der Machbarkeit von einem Lernstoff auch erhöht werden und die Zufriedenheit der Teilnehmenden auch erhöhen. Also insgesamt ist das ein ganz schönes Konzept aus Präsenz und Online und auch ein Element ist auch das eigene Lernen dort auch schon zu reflektieren und in Gesprächen anzuregen. Genau, und wenn man bedenkt, also es sind auch große Gruppen, um die es sich hier handelt, in dem Beispiel in der Hochschule Offenburg. Große Gruppen sind 400 also Teilnehmende des Vorkurses und Gruppen von 30 bis 40 Teilnehmenden, die man in der Übung individuell so nicht mehr im persönlichen Gespräch bedienen kann. Aber mit dieser App ist das eine gute Lösung. Genau. Das soll jetzt an dieser Stelle auch erstmal genügen. Ich habe jetzt schon noch ein bisschen Beispiele, sehe aber auch, dass die Zeit wegrennt. werde jetzt einfach nicht mehr auf jedes Beispiel gehen. Ich werde jetzt nochmal die Beispiele aussuchen, die ich für weiterführend finde. Wir haben hier nochmal eine App aus den Erziehungs-Bildungswissenschaften, wo Bereiche hier auch gezeigt werden und Fragen-Antworten. Aber da können die Folien auch erhalten. Ich würde jetzt einfach aufgrund der vorgeschrittenen Zeit weitergehen. Hier genau kann man per Audio eine Frage auch sprachlich per Audio beantworten, aufnehmen lassen und genau, es ist einfach nochmal ein schönes Beispiel. Ja, der Feedback-Bereich. Ich habe bei der Recherche jetzt keine Feedbacks aus den Apps zusammengetragen. Ich habe jetzt zwei Feedbacks aufgenommen, wo es darum geht, nach dem Beantworten von Fragen, von Aufgaben, geht es auch darum, dass natürlich an bestimmten Themen halt auch eine Aufklärung stattfinden sollte, falls die Frage auch nicht gewusst wurde. Das ist hier aus der Chemie, da wird nochmal erklärt, was Sublimation ist und es ist grafisch schön gelöst. Ja, und hier haben wir ein Beispiel, da achten Sie bitte gar nicht auf die Details, sondern nur den Graphen. Ganz kurz, es geht darum, dass hier die Antworten der Teilnehmenden, der Studieninteressierten verglichen werden mit dem, was die Dozenten finden, was wichtig ist in einem Fach. Und damit kann sich der Teilnehmer dann auseinandersetzen, ob das jetzt zusammenklappt oder auch zusammenpasst oder nicht. Okay, und ich halte mich jetzt hier auch kurz und gehe mal weiter in den Bereich Studieninhalte, Lernformen. Hier hat die Khan Akademie eine schöne Lern-App auch gemacht zu dem Bereich Physik, wo physikalische Bereiche auch Physik-Themenschwerpunkte aufgeführt werden. Und man dann per Video in bestimmten Bereichen Lerneinheiten erhält und sich anhören kann und auch die Screencast, also die Mitschrift sozusagen sieht. Das finde ich auch nochmal ein zeigenswürdiges Beispiel. Lerninhalte und Lernformen und Studieninhalte lassen sich natürlich auch gut per Video darstellen. Hier sind zwei Beispiele, einmal aus der Fakultät Maschinenbau, wie so eine typische Gruppenübung in der technischen Mechanik abläuft. Per Video gezeigt und auf der linken Seite sehen Sie einen Einblick in eine Vorlesung halt. Wie sieht eine Vorlesung aus in Rechtswissenschaften? Nächstes komme ich jetzt zu dem Bereich FAQs, also wie ich Fragen, die Studieninteressierte immer wieder mitbringen, Interviews älterer Studierender. Die werden hier per Video beantwortet. Ältere Studierende geben Antworten auf wichtige Fragen, die Studieninteressierte bewegen.
Genau, hier haben wir nochmal so eine Campus-App, da flitze ich jetzt nochmal so durch. Das ist die App Virginia Tech Campus, wo man einfach alles findet, was man braucht, Standortkarte über verschiedene Angebote, die die Departments hier herausgeben. Und das, denke ich, ist auch ein wichtiges Thema für eine USA-App. Ich gehe mal weiter und zwar, genau, nochmal so zu abschließend zu den Beispielen. Es gibt ja, in der App einfach verschiedene Herausforderungen, da werde ich auch gleich kurz noch darauf eingehen, dass vieles Textliche natürlich anstrengender ist, auf dem Smartphone zu lesen und daher Symbole auch eine starke Wirkung und Bedeutung haben, wenn man davon ausgeht, dass die Nutzer da auch mit dem Smartphone unterwegs sind. Natürlich gibt es auch die Darstellung, ist natürlich auch auf Tablets und Laptops möglich, aber genau, wir denken daran, dass es hier wichtig ist, zu reduzieren und viele Grafiken einzubauen. Das ist nochmal von der Studietheke aus der Technischen Hochschule Nürnberg, wo Studiengänge symbolisch dargestellt werden. Hier der Kolben ist beispielsweise für den Studiengang Chemie gedacht. Okay, ich habe jetzt eine Reflexion, die ich gerne noch mit Ihnen machen möchte, bevor ich dann noch zwei Folien habe zum Abschluss. Und zwar, wenn Sie nochmal an Ihre Studienfachentscheidung denken, haben Sie die richtige Wahl getroffen und welche Informationen, Ratschläge hätten Sie selber denn benötigt und welche Informationen hätten Sie sich gewünscht, wenn Sie nochmal daran denken, als Sie die Studienfachwahl getan haben. Genau. Da habe ich jetzt hier drei. Abfragen, da bitte ich Sie nochmal drauf einzugehen, genau. Okay, Rückblick, haben Sie die richtige Wahl getroffen? Das ist erfreulich. Fünf haben die richtige Wahl getroffen, eine Person nicht. Und hier, vielleicht haben Sie noch die Muße, Informationen, Ratschläge, was hat Ihnen die Entscheidung erleichtert und was hätten Sie sich gewünscht? Und Sie da vielleicht nochmal was eingeben mögen. Ich warte einen Moment. Ah ja, danke. Da kommt schon eine Antwort. Informationen zu Studieninhalten und Berufsperspektiven. Das wären wichtige Informationen gewesen, die das erleichtert hätten. Dann habe ich hier noch, man merkt ja erst während des Studiums, ob es wirklich passt. Ich denke, Vorlesungsaufzeichnungen etc. hätten mir einen solchen Einblick geben können. Ja, das Glück ist, die richtige Wahl getroffen zu haben, ist hier auch nochmal ein Punkt. Dann haben wir hier unter der Frage, welche Unterstützung Informationen hätten sich gewünscht, eine Antwort Informationen bezüglich Studium und Teilzeitstudium, nicht traditionellen sind hier gefragt. Eine Antwort und mehr Rückmeldungen, Erfahrungsberichte von Absolventen. Ja, das ist ein schöner Punkt. Danke für Ihre Rückmeldung dazu. Dann komme ich zur Präsentation zurück. Und zwar habe ich hier nochmal ganz kurz, das schaffen wir noch, das sind zwei Folien noch, einmal kurz aufgeführt, ja, Herausforderungen bei dem Einsatz oder einer Entwicklung einer App sind natürlich, dass man eine breite Reichweite haben sollte. Das heißt, es ist die Frage, ne, welche Geräte soll das bedienen? Android und iOS-Geräte sind die Geräte, die den Markt dominieren und deswegen auf jeden Fall bedient werden sollten. Das ist so ein Thema, darüber muss man sich zumindest Gedanken machen bei einer Entwicklung eines solchen Angebotes. Der Download muss es natürlich einfach und vielleicht ja auch möglichst kostenfrei zugänglich sein in irgendwelchen App-Stores. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann ein weiterer wichtiger Punkt ist, wirklich die Nutzerfreundlichkeit und die ganze Usability sollte natürlich auch vorher gut durchgetestet werden, weil der Anspruch in diesem Bereich, denke ich, auch relativ hoch ist, aufgrund auch vieler guter Angebote jetzt von der Darstellung. Dabei gibt es natürlich sowas wie das Responsive Web Design, wo die Inhalte je nach Bildschirmbreite variieren, ohne dass das Bild irgendwie Verluste hat. Und solche Gedanken muss man sich darüber eben auch machen, wie programmiert man es. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich nochmal unterstreichen möchte, ist, dass die Zielgruppe der Studieninteressierten bezogen auch auf das Fach genau untersucht werden sollte. Das heißt,
Welche Unsicherheiten beim Übergang zwischen Schule und Hochschule betrifft jetzt beispielsweise Studieninteressierte für das Fach Jura oder für Maschinenbau? Was sind häufig Lücken, die diese mitbringen? Und was kann da das Aufklärungspotenzial sein, was ich in einer OSA-App irgendwie anbieten kann und wozu ich anregen kann? Dann haben wir, genau, es gibt nämlich immer typische fachbezogene Hürden, die Studienbeginner das Leben halt nicht so leicht machen. Und da kann man sicherlich unterstützend einwirken. Weiterer Punkt ist eben auch zu der Untersuchung, einfach die Anforderungen, die ich hier im Fach habe oder in einem Bereich habe, auch gut zu definieren und sich da vielleicht auch an ja, guten Beispielen zu orientieren. Ein Beispiel, was ich kurz reingeben möchte, ist die Arbeitsgruppe KOSCH, also die Kooperation Schule-Hochschule, die einen Mindestanforderungskatalog Mathematik in Baden-Württemberg definiert hat und auf dem aufgesattelt hat, auch die Hochschule Offenburg zusammen mit Mathematik die App konzipiert. Und da trifft das natürlich genau aufeinander. Ne? Das, was die Lücken sind, mit dem, was ich hier im Angebot anbiete und die Auseinandersetzung provoziere sozusagen, da kriege ich ein hohes Aufklärungspotenzial hin. Genau, insgesamt ist es auch nochmal zu überlegen, ne? Muss das alles online sein oder ist ein intelligentes Szenario, wo ich eine App einsetze, mit Präsenz verbinde in Vorkursen? Das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, je nachdem, was für große Gruppen ich habe. Genau, und die Entwicklung der App ist natürlich ein Thema, was gelöst werden muss, ob jetzt Anbieter das entwickeln oder intern. Das ist schon auch eine Herausforderung. Okay, die letzte Folie ist nochmal einmal, da würde ich Sie noch um etwas Geduld bitten. Die Thesen, die ich hier habe, das ist jetzt so, genau, das Feld ist relativ frisch und da möchte ich erstmal so meine Thesen mit reinbringen. Vielleicht haben wir, nehmen Sie die einfach mit als Anregung. Also die erste These ist, dass ja eine Auseinandersetzung mit einem Fach immer Zeit benötigt und das ist unabhängig davon, ob das Angebotsform als App oder nicht vorliegt. Und man kann keine Zeit sparen, davon gehe ich aus. Aber was geht, ist, dass dieser flexible Zugang, das Mobile vielleicht einfach eine andere Attraktivität hat, sich da auch zwischendurch mit auseinanderzusetzen. Aber dieses Zwischendurch ist auch gleichzeitig eine Vorsicht, weil eine ernsthafte Auseinandersetzung bedarf es auch, ja, bedarf Zeit und Muße. So. Dann Apps auf Smartphones benötigen natürlich eine ansprechende Darstellung, weniger Text, multimedial. Das ist ein wichtiger Punkt, da kommt man nicht rum. Weiter, das, was auch im Vortrag schon rüberkam, kleine Schritte von Lerneinheiten, Inhalten auf mobilen Endgeräten sind leichter zugänglich. Der große Berg ist es nicht, sondern vielleicht nimmt es hier auch an Attraktivität zu, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Das ist eine These. Dann eine weitere These. Zielgruppen sind es gewohnt, mit Medien, neuen Medien umzugehen. Wir haben, ja, Olaf Zawacki hat auch verschiedene Studien dazu, dass die Mediennutzung von Studierenden halt tendenziell wächst und die Studierenden gut ausgestattet sind mit mobilen Endgeräten. Und insofern ist die Einbindung von Apps in ein didaktisches Design von Lehrveranstaltungen sehr hoch und diese Attraktivität darf man nicht unterschätzen. Gewohnheit ist da. Inhalte, ja, die Inhalte der OSA-App sind vielleicht nicht neu, aber anders darzustellen. Ja, das ist nochmal die Thesen, die ich Ihnen auf den Weg geben möchte. Ich würde gerne noch, wenn Sie Geduld haben, auch wenn wir schon bei 15 Uhr sind, die letzte Abfrage noch gerne mit Ihnen machen. Und zwar, welche Vorstellungen, Visionen haben Sie für eine OSA-App und welche Einwände haben Sie oder Hinweise? Wenn Sie das noch gerne jetzt in den Chat eintragen, da wäre ich Ihnen gerne dankbar, das würde ich gerne mitnehmen. Am liebsten mit Ihnen direkt auch mal diskutieren, aber genau. Wenn Sie. Jetzt haben Sie mehrere Zeilen auch. Sie können also mehrere Genau, stimmt, Zeilen danke Ihnen für eröffnen. den Hinweis.
sehe, dass mehrere Teilnehmer eingeben. Das freut mich. Ich kann noch nicht lesen, was eingegeben wird. Aber das wird sicherlich gleich erscheinen. Genau, denn ich möchte, ja, ich gehe mal auf die erste Anmerkung hier ein. Es sind sehr viele Akteure an der Entwicklung einer App zu einem Studiengang beteiligt. Die Abstimmung stelle ich mir schwierig vor. Ja, das ist ganz wichtig, dieses Informationsmanagement und die Kommunikation auch in einem Fach. Das ist eine Herausforderung, das stimmt. Also als Einwand betrachte ich das jetzt hier, diesen Beitrag. Dann habe ich hier einen weiteren Beitrag im Vergleich zu einer Browser-App, mit der man typische Online-Self-Assessments mit im Smartphone aufrufen kann, muss die OSA-App ja etwas Besonderes anderes können. Da bin ich mir noch nicht sicher, was das ist. Das ist ein guter Einwand. Ich gehe da nochmal so, ne, auf diese Nutzung. Was sind die heutigen Studierenden, auch nicht traditionelle, die nutzen viele Endgeräte sehr gut und ist insofern vielleicht auch eine Anforderung, die man bei dieser Zielgruppe hat. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den ich mitnehme. Danke. Dann habe ich hier noch einen Antrag. Apps können meiner Ansicht nur ein Unterstützungsangebot in der Studienorientierung sein, da sie inhaltlich so eingeschränkt sind, wenig Platz. Nur weil ein Smartphone gerade in ist, darf man die Inhalte nicht dem Medium unterordnen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt und auch eine Herausforderung darin, wie kriegt man, wie ich das, was die Auseinandersetzung sein soll, inhaltlich, auch wie ich auf diesen Smartphone-Platz hin. Das ist ein guter Punkt, aber ich denke, das kann auch über verschiedene Slides oder Blätter in einer App auch gelöst werden. Ne? Dass die Häppchen, wie ich es vorhin mal meinte, kleiner sind. Dann habe ich hier noch einen Eintrag. Wenn ich als Studieninteressierte noch relativ unsicher bin, ist es aufwendig, viele Apps durchzuwenden. Das ist richtig. Und das ist aber auch ein Punkt, wenn man unsicher ist in der Studienveranstaltung, braucht man generell mehr Zeit, weil einfach die Auseinandersetzung mit verschiedenen Fächern, also wenn man so gar nichts weiß, nötig ist. Das ist der, glaube ich, der Nachteil, egal ob App oder Webbrowser oder was auch immer für ein Angebot ist, dann Zeit ein wichtiger Faktor. Letzter Eintrag. App könnte gut als Türöffner fungieren, aber keine echte Beratung ersetzen. Genau, also das ist auch so ein schönes Abschlussstatement hier. Inwieweit kann eine App oder eine Auseinandersetzung mit dem Online-Self-Assessment als App auch als Einstieg dienen und gleichzeitig es ja vielleicht an den Weg zu einer Fachberatung, Studienberatung face-to-face da sein. Letzter Eintrag, darauf möchte ich noch gerne eingehen, dann bin ich auch fertig. Eine Mobilfone-App sollte auch die Sensoren des Phones zugreifen. Kamera, Bewegung. Okay, das ist auch nochmal. Vielen Dank für Ihre Hinweise. Das freut mich, dass Sie so ein bisschen überzogen haben mit mir. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und das Mitmachen. Und wenn Sie Fragen, Austausch, Interesse haben, dann können Sie auch gerne an mich oder meine Kollegin schreiben. Wir sind sehr daran interessiert, diese Impulse in diesem Bereich auch ja, einzutragen. Ja, vielen Dank.